Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grauton entdeckt in die Staffel 1 mit Rogue Legacy. Wir sind unterwegs mit Lady Theresa, einer Hokagen. Ja, wir sind ja gerade auf dem Weg, uns ganz viel Gold zu sammeln, um unseren Charakter zu verbessern, denn wir haben ja jetzt in den letzten Folgen unsere Ziele erreicht, dass wir zum einen den Tod maximal gut bestechen können. Das war jetzt irgendwie ein Blackout. Den Tod maximal gut bestechen können, also 50% unseres Goldes mit in den Dungeon nehmen können. Und zum anderen, dass wir 50% mehr Gold generell bekommen. Und ja, deswegen haben wir jetzt jede Menge Gold, aua, zur Verfügung. Oder kriegen jede Menge Gold, was wir dann in coole Sachen wie mehr Leben, mehr Schlagkraft, eine Möglichkeit dem Tod zu entgehen und so weiter und so fort investieren können. Mann, Himmelarschungsmann. Ja, aber irgendwie seit ich das erreicht habe, beginne ich so ein bisschen zu failen. Ja, wahrscheinlich denkt man jetzt so, oh, das große Ziel erreicht, worauf ich jetzt 30 Folgen, oder wann habe ich es geschafft, 26 Folgen oder so darauf hingearbeitet habe. Und wird dann ein bisschen nachlässig. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir... Also wir haben auf jeden Fall aus jeder Session ein bisschen was mitgenommen an Gold. Und konnten dann eben auch coole Sachen uns kaufen. Von daher, es geht voran mit jedem bisschen... Ja, wir haben uns auch den zweiten Bossgegner jetzt schon mal angeguckt, Alexander. Und ich muss sagen, es sah aus, als würde der gehen. Also er sah jetzt irgendwie nicht so bahnbrechend schwierig aus. Also es war jetzt nicht so ein Moment wie bei Kidir, wo ich gedacht habe, wie zur Hölle soll ich das schaffen? Ja, der war immer so, ich habe ihn gesehen, dachte, oh ja doch, kann man hinkriegen. So. Der mit denen. Ja, und der Hokage haut jetzt mittlerweile schon, oder die Hokagin in dem Fall, haut jetzt schon ganz schön gut rein. Hoch. Und nach links. Ja. Doch während ich fiel, dachte ich, da sind bestimmt nur Stacheln. Und dann waren da nur Stacheln. So, danke für das Leben. Neokin hier lassen wir jetzt mal schön aus vor. Frag mich, was es einem nutzt, wenn man den besiegt hat. Ah, komm. Ah. Streberbrille. Die, ja, die hatte ja Lady McGlasses auf, mit der man gegen den Neo-Kid hier kämpfen muss, die Level 0 ist. Hab keine Ahnung, was die mir jetzt nutzt. Aber gut, ich habe eine Streberbrille. Warum nicht? Ne? Was man hat, das hat man. Soll man sich nicht beschweren. So. Ich gehe erstmal noch da oben lang, weil es sieht eigentlich aus, als ob es dann hier zum Wald gehen würde. Tap, 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 tap. So, hoch, hoch, hoch und rechts. Hoch. Danke. Ich kann erstmal hier lang gehen. Aua. Och nö. Nein, 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 nein. Okay. Ja, also dieses Bild habe ich ja echt noch nicht besiegt bekommen. Dieses doofe. Och man, ey, sowas finde ich aber auch wieder dezent nervig, wenn man so automatisch. So. Ah, die Gegner zu one-hitten ist schon ganz schön. Was? Aua. So. Oh, nö, 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 nö. So. So. Geht
das hier? Ja. So, dann geht's hier noch hoch. Weg, weg. Mampf. Und rechts oder links. Wer weiß. Ich hab Gold verpasst. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, was ich so geil fand. Trilobite, Plutian. The Fish and the Whale, Rotten Legacy, Whale Shark, Whale Shark Grumps. Ich glaube, es war sogar Pistol Shrimp. Nimm das. So. Können wir gerade beides gebrauchen, das ist schön. So, nehmen wir dies. Ja, ja, Unheilsporträt. Nix da Unheil. Jetzt kommt nämlich hier unser krasser Held. Ja, ihr Geister, das habt ihr nicht gut durchdacht, diesen Angriffsplan. Oh, also wenn ich die hier noch ein bisschen auf Stärke skille, haue ich die bald mit einem Schlag weg für die komischen Rageviecher. Das wäre natürlich schon mal ziemlich krass. Also im Maya und im Wald komme ich mittlerweile echt ganz gut zurecht. Ah, und hier ist der Boss von dem Gebiet. Aber gerade läuft es eigentlich zu gut, um da jetzt reinzugehen. So. Du solltest das nicht abfangen. Wo war Nebula Kappa? So. Hey, ihr seid aber hier gerade ganz schön großzügig mit eurem... Aua, doofes Bild. Mit eurem Gold-Drop-Ding-Rate. Gold-Drop-Ding-Rate. Schön, dass ich neue Wortkreationen schaffe. Aha. Vertraue diesen Bildern nicht. Also wenn mich das Große in Ruhe lässt, ist mir das recht. Autsch. Komm her. Nein. Oh, nein, ist es mir doch nicht. Ui, ich bin ja fast tot. Konzentration. 5000 Gold. Vielleicht auf jeden Fall schon mal für die nächste Stufe von dem Todvermeiden-Ding. Ja, und das hätte ich jetzt gebrauchen können, denn da bin ich tot. Du kannst gehen, Lady Theresa. Es tut mir leid. Sir Shane, kurzsichtig und Zauberklinge. Barbarenkönig reizt dann nostalgisch. Nehmen wir Sir Shane. Und kaufen uns hier Todesabwehr. Nächste Stufe kostet 6040 und das für so eine kleine Chance. Ich weiß nicht, ob das eher so ein Skill ist, der einen dazu verleiten soll, Geld für was auszugeben, was einem gar nicht viel nutzt. Aber ist halt am Ende eine 15%ige Chance, ist halt echt nicht so wenig und ich vergesse das immer wieder. So, wir gehen wieder hinein mit Sir Shane, dem ersten seiner Linie. Und der ist nur kurzsichtig und das ist also nicht so schlimm. Also das ist wirklich eine Fähigkeit, also eine Anti-Fähigkeit, die mich wirklich so gut wie gar nicht stört. Also kurzsichtig. Vielleicht, weil ich auch im echten Leben eine Brille bräuchte, aber mich seit Jahren strikt weigere, eine zu nehmen. Nicht mal mit Absicht. Also ich bin so am Rande der Kurzsichtigkeit und eigentlich soll ich alle zwei Jahre zum Augenarzt. Und ich vergesse es aber andauernd. Aber mein letzter Augenarztbesuch ist schon wieder 4 Jahre her. Vielleicht sollte ich mal zum Augenarzt gehen. Wer weiß. Ah, das
hätte machbar sein können, aber ich habe es nicht geschafft. Ich merke das ja schon, habt ihr vielleicht auch schon manchmal gemerkt, wenn ich irgendwie Probleme habe. Komm noch einmal. Nein, 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 nein. Jawohl, so, ist das doofe Bild auch endlich down. Rark. Ja, was ich sagen wollte. Also manchmal hier so bei irgendwas Problem habe, das zu lesen. Und das, obwohl mein Bildschirm eigentlich relativ groß ist, muss ich gestehen. Also vielleicht sollte ich wirklich demnächst mal wieder zum Augenarzt. Ihr hört philosophische Selbstgespräche des Grauton über Ärzte. Tagebucheintrag 23. Ich wusste nie, welcher Schatz in diesem Schloss verborgen ist. Ich wusste nur, dass er den König heilen würde. Wer hätte gedacht, dass es der Jungbrunnen ist? Ich habe erwartet, dass mich ein Monster auf dem Podium begrüßen würde. Ein Feind unglaublicher Stärke. Ich hatte mir vorgestellt, dass all meine Stärke nötig wäre, ihn zu schlagen. Aber als ich das Schloss betrat und sah, wie mein Vater, der König, mit einem Kelch in der Hand auf dem Podium saß, wusste ich, dass alles verloren war. Er würde niemals sterben und ich würde nie der Erbe sein. Es gibt keine Worte, um meine Gefühle auszudrücken. Ach so. Okay. Hat sich der König also einfach mal unsterblich gemacht. Voll reingejumpt. Oh, das hat auch schön Gold abgeworfen. So, den noch. Dankeschön. So, was haben wir jetzt für eine Rune? Beuterune Schwert. Ich muss mir echt alles mal wieder angucken, was ich so kaufen kann. Aber ich will halt meinen Vampirismus irgendwie nicht aufgeben. Der ist mir so lieb. Oh. Schafft damit noch daneben zu werfen mit den Riesensensen. Nun ja. Ah. So, her mit der Kiste. Dankeschön. So, hops, hops. Ah, hier geht's gar nicht mehr lang. Dum, 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 dum. So. Erstmal den Nervbolzen weggehauen. So. Na, das geht doch hier gerade jetzt schon ganz flott voran. Also ich glaube, lange ist es nicht mehr, bis wir den zweiten Boss besiegen. Na. Ja. Zumal meine Vorstellung jetzt auch gerade wieder etwas konzentrierter aussieht als eben noch, sagte er und rannte in einen grauen Ritter rein. Och. Man darf sowas echt nicht sagen. Man kriegt danach immer definitiv aufs Maul. So, was haben wir hier? Einmal der Wald ist immer weg. Oh, da ist eine Kiste. Die möchte ich schon haben. Ja. Was? Ey. So, her mit der Kiste. Och, was mache ich denn jetzt? Ist doch nicht. Ah, war doch gut, erst den Weg zu gehen. Achso. Hier lang. Na. So. Da haben wir sie. Und jetzt geht's wieder raus. Und schwer 3000 Gold. Sehr schön. Damit ist auf jeden Fall schon mal gesichert, wieder mal, dass wir uns irgendwas Cooles kaufen können. So. Hops, hops. Ja, ich weiß echt nicht, ob das so gut ist, in dieses dem Tod entgehen zu investieren, weil ich meine, wie gesagt, bis man nicht die letzte Stufe hat, hat man so eine geringe Chance. Oder 10% geht ja noch so. Im Schnitt jeder 10. Tod kann man vermeiden. Kann einem natürlich den Arsch retten, aber man investiert natürlich auch so viel Gold rein, was man auch in mehr Leben und so stecken könnte. Aber ich weiß echt wirklich nicht, ob das so gut ist, was ich da mache. Oder ob ich nicht einfach lieber alles in Rüstung, Gold und so pumpen sollte. Leben und so meine ich. Aber es wird natürlich mit jedem Mal, wo ich sowas mache, wird natürlich das mit dem Tod teurer.
Ja, natürlich halte ich mit mehr Leben und so auch immer länger durch. Ach. Naja, Fragen über Fragen muss ich hier stellen. Hey, weg du. Uiuiui. Aufpassen. So, noch eine Kiste. Und so. So, ach so, hier waren wir schon. Da geht's noch nach oben. Da will ich nochmal ganz kurz hingucken. Einmal runter und dann wieder hoch. Ach so. Kann ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil die ja so schräg hochwerfen. Den obersten werde ich damit nicht erwischen. Okay, dann hier rechts weiter. So, also hier nochmal rechts lang. Leben. Dankeschön. Mana brauchen wir nicht unbedingt, ist aber jetzt auch nicht schlimm. So, der Wald. Und oben wahrscheinlich das Maya, nehme ich an. Ja. Leben nehmen wir mit. Und dann machen wir uns mal auf in den Wald. So. Ach, dammit. Ach, jetzt. Gerade lässt die Konzentration wieder zu wünschen übrig. So. Come on! Was? Och, jetzt. Habe ich mich auf die grobe Kugel konzentriert. Meine Güte! Grobe Kugel konzentriert. Och, nö. Ach, hier komme ich her, okay. Dann hier lang. Eieieiei. Bleiben Sie stehen! Grobes Pferd. Ah. Und keiner hat was gedroppt. Ey, was ist denn das jetzt wieder? Gib mir mein Leben zurück. Ich will mein Leben zurückhaben. So. Ups. Leider keinen Schaden. Ja. Müsste ich jetzt wieder die Fliegerune haben wahrscheinlich für. Oder den Doppelsprung. So, die Reise des Prinzen wird weiter dokumentiert. 24. Doppelpunkt, Punkte. Vielen Dank für diese Info, Prinz. Wir sind froh, dass wir dich haben. Ohne dich hätten wir nicht gewusst, was wir jetzt noch anfangen sollen mit dem Spiel. Besonders, wenn man sich gerade so doof anstellt. Hier oben geht's nicht lang. Das heißt, ich muss jetzt das hier rüber schaffen und es klappt auch. Okay. So. Ah, noch nicht aus dem Schneider, aber zumindest ein bisschen mehr Leben schon mal wieder. So. Und wir haben 4000 irgendwas Leben. Gold. Wie soll ich mein Leben zum Gold? Och, jetzt bin ich in die Decke gesprungen. Och, nö. Heiliger Strohmann, ey. So, 37, das ist nicht viel. Na, komm. So, 45. Meine Fresse. Oh nee, nein, nein, nein. Oh, es war so klar. Ja, so Shane. So, wird beerbt werden von Lady Brünn. Stäbe über den Hormonüberschuss. Finde ich eigentlich gleich schon gut. Nehmen wir. So, das kostet jetzt so viel. So, ich gehe jetzt. Ich mache jetzt erstmal alles an diesen Werten hier auf 20, habe ich entschieden. Angriff. So. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge mit Lady Brine
Brienne. Nennen wir sie Brienne. Werden wir beim nächsten Mal weiter vordringen. Und mit dem Lichtkönig habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass es sein könnte, dass wir dann den Boss angehen und vielleicht sogar auch schaffen. Mal sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Gautron. Ciao.